Wir leben Wrestling. Steve Austin wohl bei WrestleMania 41. Stone Cold Steve Austin möchte sehr gerne bei WrestleMania 41 auftreten, das bestätigte der 59-Jährige in einem Interview mit Adrian Hernandez. Austin erklärte zudem, dass sein Auftritt bei WrestleMania 40 in diesem Jahr auch lange Zeit sehr konkret war, doch letztlich nicht zustande kam. Gerade deshalb würde es ihn freuen, wenn es im nächsten Jahr in Las Vegas klappt, so Austin. Triple H liest auf X mit. Laut einem Bericht vom PW Insider checkt Triple H während der TV-Shows regelmäßig die Reaktionen der Fans ab und liest mit. The Game möchte sich ein genaues Bild machen und verstehen, wie Charaktere und Storylines bei den Fans ankommen. Darüber hinaus soll Triple H den Wrestlern die Möglichkeit bieten, jederzeit einen freien Tag zu nehmen, wenn diese ihn benötigen. Dies verriet CM Punk kürzlich in einem Interview. AEW-Stars besorgt um Ratings und Verkaufszahlen. Laut einer Meldung von Dave Meltzer sind einige Wrestler bei AEW besorgt aufgrund der sinkenden Ratings und den teils schwachen Ticketverkäufen der letzten Monate. Auch wenn die Stimmung im Lockerroom deutlich besser sei als in der Vergangenheit, so sind mehrere Stars beunruhigt aufgrund der negativen Tendenzen des letzten Jahres. Die AEW-Offiziellen haben ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass das Produkt aktuell nicht so gut ankommt wie beispielsweise 2021 oder 2022. Man hoffe jedoch, dass es sich dabei nur um eine Phase handelt. Wann kehrt Charlotte Flair zurück? Wie bereits kürzlich berichtet, schreitet die Genesung von Charlotte Flair gut voran. Wie PWN vermeldet, wird derzeit erwartet, dass die 38-Jährige im November in den Ring und die TV-Shows des Marktführers zurückkehren wird. Bis wann geht die Bloodline-Storyline? Die derzeit laufende Storyline rund um die Bloodline soll zunächst bis Survivor Series fortgeführt werden, das vermeldet PWN. Dort soll es dann zu einem großen Wargames-Match zwischen den Familienmitgliedern kommen. Aktuell ist noch unklar, wer an der Seite von Roman Reigns kämpfen wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass seine Cousins, die Usos, früher oder später wieder in die Story involviert werden.